Ossobuco ist eines meiner absoluten Lieblingsgerichte aus Italien. Es ist quasi wie Kalbsbäckchen geschmort, nur anders. Nämlich quasi mit Beinscheiben vom Kalb. Und Schmorgerichte haben einfach viele Vorteile. Beispielsweise, dass ihr nicht die ganze Zeit dabei stehen müsst. Und die Dinge, die machen sich praktisch von alleine. Wir salzen jetzt hier ein bisschen das Zeug ein, schneiden das Gemüse klein, packen alles in den Ofen. Und nach 2-3 Stunden, like magic, ist alles fertig und super lecker. Dazu Risotto, Milanese, Safran-Risotto. Perfekt gegart, immer ein bisschen Brühe nach, Butter dazu und dann dazu Chimichurri, aber auf Italienisch, nämlich Cremolata, Petersilie mit Knoblauch, Olivenöl und Zitronenzesten. Wir fangen einfach an und danach könnt ihr das beste Ossobuco mit Beilagen aller Zeiten, versteht ihr das? Auf geht's! Wir nehmen jetzt hier unser Fleisch, das haben wir ein bisschen temperieren lassen, das liegt jetzt schon seit einer Stunde, liegt es jetzt draußen, weil es Kühlschrank kalt war, ist immer noch kühl. Und das salzen wir ein, von beiden Seiten. Ist immer gut, vorher Würze ranzubringen ans Fleisch, bevor wir irgendwas in eine Soße geben oder sonst was. Selbstverständlich kommt da auch direkt frisch gemahlener Pfeffer drauf. Auch gerne hier von beiden Seiten. Und dann melieren wir das ein bisschen. Nicht zu viel. Das hilft uns nur ein bisschen beim Bräunen des guten Stücks gleich in der Pfanne. Wir werden eine richtig schöne Farbe drauf backen. Und Farbe, ihr wisst es, das bedeutet Geschmack. Was bedeutet das? Farbe bedeutet Geschmack, Aroma. Und das war die Vorbereitung für unser Fleisch. Das war's im Prinzip. Jetzt kommt nur Hitze drauf, ein bisschen Farbe, bam, 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 Sößchen fertig hochziehen. Dann ziehen wir uns schnell ein Risotto hoch, mixen uns eine kleine Cremolada ab und das war's. Und wenn ihr bis hierhin schon sagt, Mensch, das ist mein Content, da will ich dazugehören, das ist meine Familie, dann lasst ein kleines Abo da, like das Video und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen Klassiker wir als nächstes machen. Wir haben uns hier heute auf internationale Klassiker verständigt, ne? Ja. Also da gehört auch mal ganz einfach so ein Cevapcici dazu. Ne? Kann aber auch, komm, gib mir noch einen Klassiker, irgendeinen internationalen. Minestrone, ein anderes Land. Paella, eine Paella. Sowas kann sein, schreibt sie unten in die Kommentare. Und wir, Mäuse, hier bei Brot mit Ei, wir setzen das für euch um. Und machen das perfekte Rezept für eure Lieblingsgerichte aus nah und fern. Wir haben in der italienischen Küche, das nennt sich sowas, das nennt sich Sofrito. Das ist ein Schmorgemüseansatz für Schmorgerichte beispielsweise. In der deutschen Küche gibt es auch, in der französischen sowieso. Und es unterscheidet sich lediglich in den gewählten Gemüsesorten. Wobei ich mache beim Sofrito auch mal ganz gern Fenchel noch mit dazu. Und dabei schneiden wir jetzt einfach unser Gemüse in kleine Würfel runter, damit wir es einfach in der Soße lassen können. Wir können es natürlich auch groß schneiden, wie bei so einem Schmoransatz. Und am Ende heben wir nur das Fleisch raus. Aber ich finde, Ossobuco, das ist so ein familiäres Oma-Gericht. Sprich, am Ende kommt der Topf aus dem Ofen raus, wo es geschmort ist, und dann ist es auch schon fertig. Dann können wir quasi alles daraus essen und mit auf den Teller legen. Und das finde ich geil. Können wir hier ein bisschen Knoblauch, den quetschen wir einfach nur ein bisschen an. Schälen den. Den können wir so mit reinschmeißen. Ich finde, Knoblauch ist immer ganz sexy, wenn man den einfach im Ganzen reinlässt. Pfanne heiß werden lassen. Jetzt nehmen wir da ein gutes Olivenöl. Braucht ihr keine Angst haben. Mit dem könnt ihr auch braten. Das ist gar kein Problem. Okay, es ist heiß. Das Öl ist heiß. Wir fangen jetzt an. Ossobuco wird jetzt hier. Und die kriegen jetzt von allen Seiten eine wunderschöne Farbe, sodass sie am Ende goldbraun von beiden Seiten strahlen. Was dann kommt, erzähle ich euch gleich. Bleibt dran. Pfeffermühlen sind ihr treuer Begleiter. Kaufen Sie eine Pfeffermühle, erhalten Sie gratis dazu Salzstreuer. Salzstreuer, auch die sind ihr treuer Begleiter. Kaufen Sie jetzt 1,99 für diesen fantastischen Salzstreuer. Weil ich es mir wert bin. Oh, ich hab letztens hab ich mal überlegt, wie es heißt. Hey Schatzi, weißt du noch, wo ich mir letztens so ein Medikament ausgedacht habe und dann eine Werbung mir ausgedacht habe? Weißt du noch, wie das hieß? Oh, jetzt haben wir. Oh, wir haben eine Sprachnachricht. Ich höre noch kurz hier ans. Also ich habe irgendwas mit Nix im Kopf. Ja, sowas auch. Wie Hämorrhidinix. Ja, Hämorrhidinix. Es war Hämorrhidinix. Es war Hämorrhidinix. Leiden auf sie. Unter ziemlich prallen und ordentlich gestärkten Hämorrhoiden. Das muss nicht mehr sein. Früher wurde ich auf Partys immer ausgelacht. Doch mit Hämorrhoidinix gehört das der Vergangenheit an. Bestellen Sie noch heute und erhalten Sie für 99,99 Ihre zweite Tube gratis dazu. Hämorrhoidinix, danke dir. Okay, ich denke, die Dinger können raus.
packen die hier separat auf den Teller. In dem Gemüse geben wir jetzt nochmal genauso viel Farbe wie im Fleisch, aber unterbrechen es vorher, indem wir es tomatisieren. Tomatisieren heißt, wir packen ein bisschen Tomatenmark rein und rösten das Tomatenmark nochmal mit, bevor wir das Ganze mit Rotwein ablöschen. Falls ihr das Video zum Soßenansatz gesehen habt, Jus, die Königin unter den Soßen, habt ihr vermutlich schon gelernt, wie ein Schmoransatz oder ein Soßenansatz geht. Ansonsten einfach nochmal hier drauf drücken. Karotte und Sellerie brauchen halt ein bisschen länger, deswegen geben wir jetzt erst die Zwiebel mit oben drauf. Knoblauch ebenfalls mit rein. So, packen wir jetzt eine ordentliche Ladung Tomatenmark mit rein. Vermengen das, damit auch das Tomatenmark geröstet wird. Denn ich meine, Tomatenmark ist viel Zucker, umso mehr Röstung, umso mehr karamellisiert das Ganze. Und das bringt Geschmack. Farbe bringt Geschmack! Geschmack, Leute! Wir lassen jetzt hier nochmal ordentlich Hitze entstehen. Jetzt löschen wir mit einem ordentlichen Schuss weich Rotwein das Ganze ab und legen das Fleisch wieder rein. Füllen wir das mit Brühe auf? Wo haben wir denn die Brühe? So, Fleisch. Alles, was ausgelaufen ist, logisch, das ist ja alles Geschmack, ne? Wir lassen hier gar nichts wegkommen. Wir haben noch Kalbsbrühe, ich weiß gar nicht wovon, von der Jus. Geben wir mit dazu. Ruhig so ein bisschen hoch, dass es fast bedeckt ist. So 2, 3 schöne Lorbeerblätter packen wir mit rein. Thymian. Petersilie. Es ist ja einfach so, in so einer Petersilie steckt jede Menge Geschmack. Aber wenn ihr mal probiert, beispielsweise hier so ein Blatt, schmeckt nach Petersilie. Aber auch der Stängel schmeckt noch stärker nach Petersilie. Und da man oftmals nicht so Bock hat, auf frischen Gerichten Petersilienstängel zu verwenden, können wir die hier einfach wunderbar mitschmoren und die werden weich. Die fallen am Ende auch gar nicht mehr auf, geben aber einen wunderbaren Geschmack ab. Einfach hier mit rein. Hier packen wir jetzt einen Deckel drauf und dann kommt das Ganze, ach, Umluft oder Ober-Unterhitze, ist mir doch egal, bei 160 Grad in den Ofen. Und da bleibt das jetzt für 2 bis 3 Stunden. Egal, was die anderen sagen. Ja, schwimmt auch mal gegen den Strom, Mann. Aber halt euch verdammt nochmal an dieses Rezept. Wenn unser Fleisch im Ofen ist, können wir aber schon mal die Beilagen vorbereiten. Und von einem Cremolata brauche ich keine Angst zu haben. Ich habe viele kulinarische Begriffe, die klingen komplizierter, als sie sind. Wir haben jetzt hier unsere Petersilie. Die trennen wir einfach von den, ich sag mal, sehr hölzernen Stängeln. Es gibt ja auch ganz viel von diesen Sachen, wo man denkt, oh, ne? Also Nussbutter zum Beispiel, das hat ja bei vielen erstmal für Verwirrung gesorgt. Aber es ist jetzt auch kein großes Thema. Oder auch sowas wie ein Relish, ne? Kleine geschnittene Gurke oder so. Ja, ist doch so. Petersilie einfach mal grob runterhacken. Wir nehmen jetzt hier noch eine Knoblauchzehe, geschält. Und einfach mal so ein bisschen in Stücke runtergeschnitten. Weil die Cremolata, die machen wir ganz traditionell, passend zum Gericht, im Mörser. Da bleibt die Farbe besser erhalten, die Aromaten spielen ein bisschen mehr mit. Außerdem nehmen wir die Zesten als Zitrone. Dafür nehmen wir hier einfach so eine Microplane und gehen da einmal drumherum mit rein. Das gibt eine wunderbare Frische, die euch direkt in so einen italienischen Sommer zurückführt. Hier packen wir Meersalz oben drauf. Und jetzt stößeln wir. Wir pürieren nicht, wir stößeln. Also langsam drehen den Mörser und dabei immer weiter den Inhalt eurer Chimichurri langsam zerstößeln. Und jetzt gebt ihr hier im Dünnstrahl immer wieder Olivenöl dazu. So entstehen übrigens auch die besten Pesti. Pesto? Was ist die Mehrzahl von? Was? Pestoen. Pestoen. Pestontren. Du, mal ein bisschen Pfeffer. Bisschen Pfeffer. Saft und Zitrone auch da oben drauf geben. Guckt mal hier. Ja, das ist was Frisches. Das ist alles. Frisch, salzig. Ja. Ätherisch. In kleinen Mengen über dem Fleisch. In kleinen Mengen ist gut. Ja. In großen Mengen vielleicht auch. Jo. Cremolata, die kommt erstmal zur Seite. Damit habt ihr am Ende ein wunderbares Topping für euer Fleisch und könnt das Ganze finalisieren. Passt auch farblich zum gelben Risotto obendrauf, das dunkel gebrannte Fleisch und dann eine grüne Cremolata obendrauf. Und jetzt schauen wir mal, dass wir schon mal die Beilage fertig machen. In dem Fall Risotto Milanese. Für den Risotto, entweder macht man da das Weiße vom Frühlingslauch oder aber wir nehmen jetzt hier, wie wir, eine Schalotte und schneiden die einfach zu feinen, kleinen Würfeln runter. Wir nehmen jetzt hier mal einen großen Topf für unser Risotto und geben da ein bisschen Olivenöl rein.
In dem Olivenöl schwitzen wir jetzt schon mal die Zwiebeln, also in dem Fall die Schalotten, glasig an. Wichtig ist bei so einem Risotto, das müsste eigentlich immer sein wie eine Leinwand. Immer schön weiß. So, dass wir es am Ende noch bemalen können mit unseren Sachen, die wir gerne drin haben wollen. Rote Beete, Spinat. Und da geben wir jetzt unseren Reis oben drauf. Wenn ihr ein bisschen auf dieses Innere vom Reis guckt, da seht ihr so einen hellen Kern. Und der muss jetzt immer stärker ausgeprägt werden. Indem ich der Kreis, der wird auch immer weiter glasig. Und dann löchen wir das Ganze ab. Nebenbei stellen wir uns unsere Brühe auf. Die ist auch heiß. Warm. Warm ist die. In dem Fall Rinderbrühe. Ihr könnt aber auch Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe nehmen. Ganz nach Gusto. Und bevor der Reis irgendeine Art von Farbe annimmt, löschen wir das mit Weißwein ab und lassen den komplett einreduzieren. Kleiner Trick von mir, wenn ihr mit Safran kocht, dann löst den am besten vorher auf Butter oder auf in irgendeiner Flüssigkeit auf. Im besten Fall natürlich was mit Fett. Fett bindet den Geschmack und transportiert den ideal in euer Gericht. Wenn ihr jetzt einfach nur den Safran irgendwo trocken rangebt, dann ist die Verteilung vom Geschmack nicht so stark, wie wenn ihr den vorher in Fett löst. Hier ist in dem Fall in Butter. Die stelle ich einfach kurz zum Ossobuco in den Ofen und die geben wir nach und nach dann hier ans Risotto. Guck mal hier, du musst hier rankommen. Wenn die Flüssigkeit fast komplett weg ist, dann geben wir einen schönen Löffel unserer Brühe hinzu und lassen auch das komplett einreduzieren. Das machen wir jetzt Stück für Stück, bis das Risotto die perfekte Konsistenz erreicht hat. Und so bewahrt ihr euch die Kontrolle über euer Risotto. Und das ist immer wichtig im Leben. Das hat mir schon meine Mutter gelernt. Lass das Risotto niemals die Kontrolle über dich erlangen. Hab du immer die Kontrolle über euer Risotto. Und dein Leben ist klar. Und jetzt, an dem Punkt, stellen wir die Hitze aus und geben unsere Safranbutter. Jetzt können wir gleich das Meisterwerk sehen, was hier drin passiert. Stellen wir zur Seite und jetzt machen wir unser Ossobuco richtig fertig. Das sieht sehr, sehr gut aus. Guckt mal hier. Hier kann man Knochen rausziehen, das ist gar kein Problem. Et voilà. Weißt du was, das Knochenmark. Das könnte man ideal hier in unser Risotto reingeben. Oh, das ist geiles Fett. Damit haben wir einen geilen Scheiß in unserem Risotto. Alles klar. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen das Fleisch raus. Die Soße, die stellen wir einfach nochmal auf und entfernen. Hier das Lorbeerblatt. Und jetzt lassen wir die Soße nochmal ein bisschen einreduzieren bis zur gewünschten Konsistenz. Also wir haben jetzt hier ein bisschen Stärke mit Wasser gemischt. Das ist, also das Kartoffelstärke, aber auch Maisstärke beispielsweise. Und das geben wir jetzt nach und nach. Ich würde erstmal so die Hälfte dazugeben. Zwei Teelöffel in etwa. Und das lassen wir jetzt mal kurz köcheln. Und dann zieht das so in 3 bis 5 Minuten immer weiter an und wird zu einer dickeren Soße. Da müsst ihr immer so nach und nach was dazugeben, weil ansonsten habt ihr alles drin und es kocht aber erst in 3 Minuten richtig aus und bindet das und habt dann so eine Gummischlotze, das ist auch kacke. Zum Aufwärmen des Risottos machen wir nochmal einen schönen Schluck Brühe dazu, dass da auch nichts passiert. Vielleicht noch so ein bisschen rühren die ganze Geschichte heiß. Stellen aber auch schon mal einen Teller zum Anrichten bereit und überbringen den Parmesan. Ganz lieb, danke Marvin. Ein Applaus für Marvin Grötzinger. Heute vermutlich sein letzter Arbeitstag. Es war fantastisch. Auf die schöne Zeit mit dir, Marvin. Und ihr könnt uns beide aber hören, monatlich, in unserem Podcast-Format. Haben wir diesen Namen eigentlich beschlossen? Haben wir nicht beschlossen, ne? Ja, da musst du jetzt mal drüber nachdenken, Marvin. Jetzt? Ja, du beschließt heute noch, was es für, wie heißt denn das? Ist Bistro Büro oder Imbiss intern? Oder Mahlzeit, Mindset, Mahlzeit mit Marvin? Oh, guck mal hier, die Farbe. Geil, ne? Eine ordentliche Prise Salz. Frisch gemahlenen Pfeffer. Und Leute, natürlich mit dem Salz immer ein bisschen vorsichtig sein beim Risotto. Denn was jetzt kommt, was jetzt folgt, das wisst ihr alle. Eine Riesenmenge Parmesan. So, passt auf. Wir rühren jetzt hier so 2 Handvoll Parmesan nach und nach ein. Machen die Hitze aber auch schon aus, denn wir wollen nicht, dass das Eiweiß sich vom Fett trennt, beziehungsweise unser Risotto anfängt zu klumpen oder der Käse im Risotto anfängt zu klumpen. Es muss noch leicht fließen, darf aber nicht zu fest sein. Und jetzt geben wir das hier auf unseren Teller und das sollte sich jetzt von ganz alleine auf den Teller verteilen. Indem wir einfach unten so ein bisschen an den Teller klopfen. Und fertig ist euer Risotto Milanese mit eurem Ossobuco. Das Geile ist, dieses ganze Gericht ist so zart, dass ihr einfach hier, guck mal hier, mit einem Löffel reingehen. Und dann kannst du das so rausholen. Und fertig ist das Ganze.
Du schmeckst den Käse, du schmeckst den Safran, du schmeckst aber auch dieses wunderbare Fleisch. Obendrauf Knoblauch und Zitrone. Das hier ist Italien auf dem Löffel. Das ist wirklich... Und vor allem, ich stelle das einfach mitten auf den Tisch, so wie es ist, gar nicht anrichten. Einfach in Töpfen, wie es gegart worden ist, auf dem Tisch. Chimichurri dazu, einen schönen Wein, Risotto auch in einem Topf einfach draufstellen. Und dann kann sich jeder nehmen, was er möchte. Und so stelle ich mir ein gelungenes, wunderbares Familienabendessen vor. Am besten noch draußen im Garten. Das wäre top. Ich wünsche mir so sehr, eine schöne große Familie zu haben. Und das könntet ihr bald ermöglichen. Denn wenn ihr Teil der Familie sein wollt, dann drückt ihr einfach auf Abonnieren, lasst ein Like da und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was wir hier für euch als nächstes vorbereiten sollen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für all die Liebe, die ihr uns schenkt. Seit Jahren schon. Und damit einen wunderschönen Tag vor den Monitoren. Gute Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Und danke auch an Marvin. Danke an Marvin. Danke an Arthur in der Kamera. Hey. Hey, danke. Und bis bald. Tschüss. Ciao. Haut jetzt endlich auf. Geht doch, wirklich. Geht jetzt endlich. Geht doch. Tschüss. Tschüss. Schon ein bisschen wie eine Sekte auch. Ja.